Hallo und herzlich willkommen mit Reisenschuss und also ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Commander Keen Teil 6 Aliens Ate My Babysitter. Und da ich ja keine Infovideos mehr mache, da ich die, naja, ich finde einfach, die haben halt keinen größeren Mehrwert in der Zukunft. Das sind einfach so, ja, Videos, die halt gerade im Moment eine Bedeutung haben. Von daher mache ich hier einfach mal eine kleine Info. Für die Leute, die das Let's Play nicht verfolgen, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber naja, egal. Ihr wisst ja schon, dass die One-One-Serie jetzt demnächst endet. Und ich sie auch nicht fortführen werde, weil da halt das Interesse aktuell fehlt. Ähnlicher Grund, ja, gibt es bei den Commander Keen-Theorien. Die sind aktuell nicht so gefragt. Ich werde sie eventuell trotzdem gelegentlich mal machen, aber erst einmal wird das wieder zurückgeschraubt, weil offensichtlich ist das Interesse da jetzt nicht so groß. Von daher werde ich bei meinem Standard-Stuff bleiben und ich werde versuchen, auch nächste Woche spätestens wieder Commander Keen-Fakten rauszuhauen. Und heute habe ich mir gedacht, machen wir mal ein Let's Play-Part, wo wir nicht speichern. Das wird bestimmt super lustig. So, erstmal mach's gut. Nein, ich will nicht sterben. So. Das Level war eigentlich ganz lustig. So, ich habe einen grünen Key. Warum habe ich denn einen grünen Key? Hä? Habe ich irgendwo einen grünen Key aufgesammelt? Hm? Sagte er da verwirrt und könnte jetzt einfach jeder hier hingehen und das Level beenden. Das machen wir natürlich nicht. Aber die große Preisfrage ist, warum habe ich diesen Key? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, auf die ich leider keine sehr gute Antwort habe. Na ja, egal. Verwirrende Dinge passieren. Ich habe doch gar keinen Key aufgenommen, oder doch? Sehr, sehr seltsam, was manchmal hier so abgeht. Da hat er einfach mal das Level betreten mit einem Key, den er ja eigentlich erst bekommt. So. Oder bin ich furchtbar verwirrt? Schon zu Anfang. Ich hoffe, die Leute, die die Commander Keen Theorien gerne gucken, sind jetzt nicht so enttäuscht darüber. Aber ihr könnt ja trotzdem schreiben, dass ihr die gerne häufiger sehen würdet. Dann werde ich sie nämlich auch häufiger machen. Das ist ziemlich einfach. Ihr wollt irgendwas sehen, dann werde ich es auch machen. Okay, gelber Key. So weit, so gut. So. Ich denke mal, den Schuss da oben können wir uns eigentlich sparen. Na komm, ich will die Punkte. Jetzt hole ich mir die Punkte auf jeden Fall. Also da möchte ich jetzt nicht umsonst Schüsse investiert haben. Hey. Oh, ich habe vergessen, den da zu aktivieren. Hier kann man auch runter. Ja, da unten sind Punkte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es nicht verkackt habe mit dem Transporter. Oder aktiviere ich den erst da unten? Naja, egal. Das da unten ist sowieso ein bisschen buggy. Vielleicht sparen wir uns das an dieser Stelle einfach mal. Ja, nicht, dass das unschön wird. Ich möchte immerhin ein Level schaffen, ohne zu sterben und ohne zu speichern. So. Ich meine, ich habe es ja schon in One-One gemacht, aber trotzdem. So. Schieße. So. Der grüne Key ist doch eigentlich hier oben, ne? Ja, das ist der Blocklet mit dem grünen Key. Aber wir haben schon einen grünen Key, aber wo habe ich den her? Irgendwie ein Bug, ich habe keine Ahnung. Es gibt zwar diesen Cheat mit Free Items,
Items. Ja, ich glaube Items. Und ja, der gibt einen normalerweise 4 Keys und auch jede Menge Schuss. Aber es ist ja nicht Erfolg. Ich hätte einfach jetzt von Anfang an hier hingehen können und so. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen zum nächsten Level. Und da werde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. Ein bisschen Baggeriu. Ich hab immer noch einen grünen Key. Das ist echt seltsam. Was hat das mit dem Key auf sich? Egal, ich sehe gerade mein kleines Kätzchen raus. Das heißt, ich drücke jetzt hier mal auf Pause und bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da, aber das Mysterium dieses Keys ist noch immer ungeklärt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also mir ist schon einiges passiert in meiner Key-Laufbahn, aber ein Key, der selbst noch aktiv bleibt jetzt? Das ist durchaus seltsam, das ist durchaus seltsam. So, Block Base Management District. So. Hier werden wir ein bisschen Pünktchen sammeln. Guten Tag, mein kleiner Block. Okay. Bitte töte mich nicht. So. Wir werden natürlich ein bisschen mehr Secrets jetzt mitnehmen. Warum auch nicht? So. 1 der Secrets, die ich glaube ich selbst in meinen ersten Let's Play hierzu nicht gezeigt habe. Auch weil man sich jetzt nicht alle Secrets merkt. Hier kann man auch so rausspringen. Oh, kleiner Trick, dass man so sehen kann, wo Keen gerade ist. Man kann hier aber auch stehen. Ja gut, man kann es relativ gut sehen, dass man da stehen kann. Von daher, never mind. Aber trotzdem eine recht coole Sache. Und hier kommt auch so eine relativ coole Sache. Und zwar dieses Springen auf dem Schalter. Ich finde das einfach so cool. So, hier ist eine kleine Gemeinheit, weswegen wir da nicht hingehen. Oh. Vorführeffekt. Verdammt. Wegen so einem Mist sterbe ich. Egal. So können wir zweimal das Secret uns holen. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe mich wirklich erschreckt. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht, dass ich mich hier wirklich erschrecke. Ich habe vergessen, dass diese Dinger da oben sind. Ach, egal. Hier. Bisschen rumfailen ist in Ordnung. Ich meine, wenn ich jetzt hier durchkommen würde, ohne einmal ordentlich zu failen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? So. Ach, jo, hier. Schwamm drüber und so. Schwamm drüber. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Schuss. Ich könnte auch hier blind springen, was ich in den One-Runs gerne mache. Aber hier kann ich mir die Zeit nehmen, einfach so zu springen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass diese komische Kackplattform, wenn man da hinspringt, Vorführeffekt. Hallo! Auf jeden Fall die Plattform, die springt nach rechts. Und hier seht ihr das, was mich umgebracht hat. Weil blind und so. Blind und so. Ah, welch ein gottgleiches Timing, mein kleiner, wohlhabender Freund. Man kann auch hier drauf springen, also das Timing ist eigentlich wunderbar egal. Wir werden jetzt auch nicht da hochgehen. Obwohl ich es zeigen könnte, aber es sind sehr viele Kanonen und der Weg ist einfach nur nervig. Wirklich nervig. Bringen wir es einfach auf den Punkt, dass er nervig ist.
Außerdem bin ich bereits gestorben. Ich meine, ich muss das ja jetzt nicht nochmal machen. Passiert von mir vermutlich aus Dummheit so oder so. Hier kann man sich auch mal die Zeit nehmen, ein paar Punkte zu holen. Ah, ja. Siehst du mal, das... Das habe ich selbst ich schon wieder vergessen gehabt. passiert. Eventuell ist es ja für euch komplett neu, diese Plattformen. Die sind nicht komplett anders wie die aus Teil 4. Weil man die, okay, man sieht die halt schon ständig, ne? Man kann sich an denen auch nicht festhalten, oder? Nee, kann man auch nicht. Okay. So, mein kleiner Blockfreund. Er geht mir schon ein bisschen auf den Senkel, muss ich zugeben. Ach komm. Hier. Fand jetzt aber hoch unhöflich. So. Ja, da haben wir diese wunderschöne Kackstelle. Wir warten jetzt einfach mal, bis die da weg sind und holen uns nur die Schuss und das Secret. Ja, ich bin froh, dass ich es nicht machen musste, aber dass ich es vergessen habe, ist schon ein bisschen peinlich. Schon ein bisschen sehr peinlich. Ich glaube, wir können sich notfalls auch hier hochbacken. Das ist schon schrecklich genug. Schrecklich genug. Ich weiß nicht, auf der einen Seite finde ich die Musik in dem Level hier ganz cool, auf der anderen Seite bin ich kein Fan. Wie kann man da eigentlich da sich darunter fallen lassen? Da war ein Block, ne? Was auch immer. Nein! Das war nicht so gut. Da wollte er einfach die Punkte. Ich bin am überlegen, ob wir danach noch ein Level machen. Ich glaube schon. Auch wenn ich ein bisschen Zeit verdödelt habe. Jetzt habe ich natürlich den Block hier schon mit meiner krass coolen Aktion aus sein Versteck gelockt. Was mache ich hier? Naja. So. Ist es mir wert, diese zwei Schuster zu holen? Ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. So. Wir gehen in das nächste Level. Und wir haben keinen grünen Key mehr. Habe ich irgendwo einen grünen Key jetzt benutzt gehabt? Ich glaube, in dem Level hat man gar keinen Key benutzt. Seltsam. Wir machen jetzt einfach mal nur hier gerade so ein Zwischensave. Nicht im Level, sondern einfach mal außerhalb. Falls irgendein Bullshit passiert, denn wir machen noch Block Base Recreational District. Ja, das soll tatsächlich Block Base heißen und nicht Block Bäh. Ja. ja. So. Da war hier nichts. Hier kann man sich übrigens nicht festhalten. Genauso wie man hier nicht hochkommt. Das sind so nette Kleinigkeiten. Es gibt so eine Möglichkeit, wo man hier direkt nochmal springen kann. Ja, das zu zeigen, wird ein wenig nicht so gut. Ah, okay. Ich hab mal nicht. Mach's gut, mein Freund. Mach's gut. Immer schön nach Secrets gucken, auch wenn man das Spiel ja doch irgendwie kennt. So, die sind gar nicht so ungefährlich. Ja, von daher muss man da schon vorsichtig sein. Genau wie mit den Selig hier. Immer schön vorsichtig sein. Batsch. Nein, nicht Batsch. Naja, dann existiert die halt weiter. Das finde ich auch in Ordnung. So. Ah, ich habe fast schon gedacht, das wäre nicht hoch genug. So, war hier nicht noch ein Gig? Nja. Ups.
Nein, das lassen wir. Ich weiß, wann ich Ding lassen sollte. Nein, ich habe schon gedacht, ich würde nicht erwischen. Ja, und das eben war so eine Stelle. Das wird generell sowieso noch lustig. Wegen, ihr habt es erraten. Der Obertrix. Ja, back ruhig da fest. Damit hätte ich jetzt nicht so viele Probleme gehabt. Aber da das kein Wundern ist, kann ich ja ein bisschen Dinge ausnutzen. Ja, ich hab's ja nicht eilig. Bist du behindert oder was hier? Also. Kannst du nicht einfach so umdrehen. Upsi. Dreht er schon wieder um? Nein, diesmal kommt er hoch. Mein kleiner. Oh Mann. Das ist so eine Sache, die mich ein bisschen stört, muss ich zugeben. Weil du hast dann Keen-Teile, bei denen du da durchschießen kannst. Und dann hast du auch Level, wo das geht. Und dann hast du auf einmal etwas, wo es einfach nicht funktioniert. Und das ist, naja, bisschen suboptimal. Nichts Schreckliches, nichts Schreckliches. Obertrix ist in der Tat schrecklich. Und da das kein Run-Run ist, mache ich das natürlich absolut safe. Ich meine, könnte da jetzt anders vorgehen. Ich meine, man hat ja ein paar Möglichkeiten, ne? So. Das da ist, natürlich habe ich nicht getroffen. Warum auch? Das mit dem Blocklet ist ein bisschen Käse. Ich habe es gar nicht versucht, so wie sonst. Mein Timing ist wunderbar. Aber die Dinger, die laufen auch teilweise einfach super random. Ich habe den Blocklet erwischt. Ah, verdammt. Also, ja, das war jetzt tatsächlich ein Tod, wo ich sage, das war jetzt nicht irgendein random Bullshit. Das war einfach diese Stelle da. Die ist gar nicht mal so ohne. So, natürlich müssen wir jetzt erneut das machen. Tut mir ein bisschen leid, aber ich habe ja gesagt, ich speichere den Part heute nicht. Huch. Ich sollte vielleicht dann doch ein bisschen auf die Schuss aufpassen. Weil wir kriegen hier tatsächlich echt nicht viele Schuss. Na komm, hier die Schuss, die holen wir uns noch. Ja, 5 Schuss sind 5 Schuss. Ja. Bisschen sparsam müssen wir am Ende des Tages dann doch sein. So. Mein kleiner Freund der Obertrix. Komm mal mit. Komm mal mit. Ich habe noch keine wirklich 100% sichere Methode für links unten gefunden. Bleib mir bloß weg, mein Obertrix-Freund. Jawohl. Also, ja gut. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das eventuell funktionieren kann. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, die Stelle hat es schon in sich. Ich muss hundertprozentig konzentriert sein, was ich gerade nicht bin. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben mit den Orbertricks. Dass er mir nicht entgegenkommt. Okay, das ist nicht gut. Jetzt muss ich warten. Das war super close. Oh, das ist super blöd. Das ist ja super blöd mit den mit dem Bip-Chip. Weil es kann trotzdem in dieser
verbackten Position schießen. Habe ich ihn erwischt? Ja, habe ich. Oh, das zerstörte Chip wurde hier hochgebackt. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, das ist eine böse Kombination. Wann würde ich jetzt laufen? Aber hier muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ein Plorb darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich könnte riskieren, über beide drüber zu springen. Nee, jetzt mit dem Plorb. Mit dem Blorb, da geht's jetzt nicht. Was machst du hier, Blorb? Es ist nicht so optimal. In Plop wäre ich hier sogar los. Na komm. Doch, wirklich. Das ist alles andere als gut. Ich sehe mich hier sterben. Hier zu sterben ist nicht unrealistisch. Es hätte hier auch gerade ordentlich in die Hose gehen können. Kann ich hier versuchen, den vielleicht hier so festzubacken? Hat das funktioniert? Ah! Ja, das ist auch okay. Das ist auch okay. Das habe ich nämlich nur noch mit den Fuzzi hier zu tun. Und den Plorb. Oh Gott, was ist denn das für ein Timing gerade? Das ist doch aus der Hölle. Ich glaube, der Orbatrix kommt da oben auch nicht mehr runter. Das hat sich einfach erledigt. Komm hier hoch. Ich könnte auch einen Jumpshot machen. Allerdings ist mir das mit dem Plorb da ein bisschen zu blöd. Hier kommt er schon wieder. Was ist denn hier los? Das ist ja eine Verschwörung sondergleichen. So, jetzt aber. Meine Güte. Okay, Obertrix da Schild. Ja. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Kann man mal machen. So. Ja, das mit den Beep-Chips hier ist gar nicht mal so ungefährlich. Genauso wie diese Stelle hier nicht ganz ungefährlich ist, weil hier vier verschiedene Gegner sind, die teilweise nicht nerviger sein könnten. Der Gig ist sowieso gefährlich. Und ja. Komm schon, Gig, verzieh dich. Ach. Spiel. Ich ebne mir dahingehend schon mal den Weg. So. Gut, der Gig bleibt da. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist gleichbedeutend mit Tod. Das ist wirklich gleichbedeutend mit Tod. Da mache ich tatsächlich keinen Spaß. Wenn der Gig da rumhängt, dann ist das sehr, sehr schlecht für mich. Oh Gott, was ein Timing. Was ist das nur für ein schlechtes Timing? Das ist ja Timing aus der Hölle hier. Ja, am Ende nochmal erwischt es mich. Es war auch ein bisschen unfair, muss ich sagen. Generell ist das Level ja etwas schwierig. Ich habe ja schon mal in der Analyse dazu gesagt, wie schwer es schlussendlich ist, dieses Level eigentlich im 1-1 zu performen. Und diese Stelle ist auch so ein Grund, warum dieses Level echt nicht so nett ist. Und ja...
da ich für heute auch keine Zeit mehr habe, werde ich das Level das nächste Mal beenden, dann wahrscheinlich wieder mit Speichern, außer ihr findet es lustiger, wenn ich das nächste Mal auch wieder ohne Speichern mache. Das nächste Mal wird es dafür ein XXL-Part geben, also das nächste Mal werde ich das Level spielen, das Secret-Level und ja, das Finale-Level, also das wird vermutlich ein etwas längerer Part. Ich schätze mal so 40, 50 Minuten, je nachdem, ob speichern, nicht speichern und ja, wie gut ich so in Form bin. Heute muss ich sagen, mal abgesehen von dem einen Hirnfurz, den ich fabriziert habe, war es eigentlich ganz okay. Und das mit dem Ende, naja, was will ich machen? Ich meine, ihr seht es, diese Kombination ist ganz schön brutal, ganz schön brutal. So, ich bin an dieser Stelle raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.